Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich mal wieder zu einem neuen... Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich nach langer Zeit mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Lector Snippets. Diese wird wahrscheinlich sogar die vorletzte Folge sein, weil ich habe mal so ein bisschen die Kartons eigentlich nochmal durchgucken können, grob. Und ja gut, ich glaube, euch interessiert jetzt nicht unbedingt meine PS3-Spielesammlung, wo nicht wirklich was Spektakuläres bei ist. Dementsprechend habe ich noch zwei Kartons, wo ich sagen würde, ja, da lohnt sich ein Video und der Rest, ja, eher nicht. Und natürlich ist mal wieder meine bessere Hälfte mit dabei, die gute Patty. Sag mal hallo. Hallo. Sie ist mal wieder am Handy. Und ja. Fangen wir an mit dem unspektakuläreren Karton. Den richtig spektakulären habe ich für die letzte Folge dann aufgehoben. Und da fangen wir erstmal an mit einer Collectors Editions Box, wo ich mich gerade ein bisschen frage, warum ist die hier in der Kiste? Ich hatte eigentlich für solche Boxen eine separate Kiste, aber gut. Und zwar zu Dragon Ball Fighter Z in der Special Edition. Ja. Hab das Spiel nie groß gespielt, weil ich recht schnell dann doch erkannt habe. Solche Fighting Games, die sind mal sowas von nicht mein Fall. Trotzdem, die Figur, die dabei war, war geil. Das Steelbook, was dabei war, war geil. Ich glaube, das Steelbook ist in der Kiste sogar drin. Dementsprechend, ja, war es dann doch kein allzu großer Fehlkauf. Dann... als nächstes ein Schild, was vielleicht die älteren Zuschauer unter euch noch kennen. Und zwar dieses, wie viele Bände habe ich in dem und dem Update gekauft, Schild, was ich immer so auf den Thumbnails gehalten habe. Ja, hat irgendwie ein paar Monate gehalten, dass ich es benutzt habe. Und dann irgendwann, ja, dass das zum Einsatz kam, liegt jetzt glaube ich auch schon 2 Jahre zurück, oder Patty? Ich meine, das hättest du mir nämlich immer noch geschrieben gegen Ende, wo meine Schrift ja so eine Komplett-Sauklaue war. Ja, ich habe das geschrieben, aber ich weiß. Das zeigt halt, wie lang das zurückliegt. Dann, ja, als nächstes mein Grookey Plüsch. Oh Gott, wie hieß es im Deutschen? Grookey war der englische Name. Oh Gott, langsam erreicht auch mein Gehirn die Maximalkapazität, was Pokémon-Namen angeht. Vor allem, wenn man so wie ich alles in verschiedenen Sprachen spielt. Das Ding habe ich von meiner Freundin zum... war es Geburtstag oder war es Valentinstag? Valentinstag geschenkt bekommen. Also eigentlich will sie mir nie Plüschtiere schenken, weil sie die Dinger hasst. Aber ja, in dem Fall... hat sie nichts Besseres mehr gefunden. Na, ja, komm, kriegst deinen Affen. Und ich liebe ihn. Ah, der kommt dann auch da hinten mit ins Regal. Irgendwann mal. Dann machen wir direkt weiter mit Pokémon-Plüschdingern. Als nächstes habe ich nämlich hier ein Mimikma oder Mimikyu, wie es im Englischen heißt. Das hatte ich damals von einer Kommilitonin, als ich noch studiert habe, geschenkt bekommen zum, ich glaube, Geburtstag. Mit der Kommilitonin habe ich inzwischen keinerlei Kontakt mehr. Aber ich mag mein Mimikyu immer noch. Und ich realisiere gerade so ein bisschen, ich habe überraschend viel Pokémon-Plüsch dann doch. Es kam irgendwie nie so viel vor, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut. Ja, auch das wird irgendwo mal da in Land. Da erinnere ich mich nur. Und auch das Plüschding hier hat nie besonders gut gehalten, aber also nicht besonders gut gehalten, sondern einfach, es wollte nie gut stehen bleiben, weil der Kopf zu schwer war für den Unterkörper. Es war ein bisschen ärgerlich. Dann, what in the party, was ist das? Ich glaube so ein Laptop, Ständer, so rum, ja. Ah, warum habe ich einen Laptop-Ständer? Kommt das Ding her? Ist von Ikea. Also hat es wahrscheinlich meine Erzeugerin mal gekauft. Aber ja, keine Ahnung.
Ich hatte nie einen Laptop, was ich so benutzt habe, dass ich dafür so ein Ding gebraucht habe. Patti, brauchst du es für dein Tablet? Dann, bitteschön. Dann, Pappe. Ich bin ja großer Tool of Roof-Fan. Ne, das kann ich dann doch. Warte, so kann ich es zeigen. Ich glaube, man kann da so ein bisschen... Ja, doch, da sieht man die Nippel durch. Und zwar war bei dem Harem Gold Artbook diese schöne Sammelkarte dabei. Die hat ich mir dann damals eingerahmt, auch wenn es nie gut gehalten hat. Im Rundschweiß hat man nur eine zu Momo gemacht. Die Karte ist halt sehr stark an solche Tarotkarten angelehnt. Wo ich mir gedacht habe, warum hat man nur eine einzige gemacht? Warum hat man daraus nie irgendwie eine Serie gemacht? Weil ich finde, die Art, also das Artbook sah super aus. Ich fand die Idee geil. Aber leider blieb es letztendlich dann immer nur bei Momo. Dann irgendwas aus einer Tales of Zillia 2 Special Edition. Keine Ahnung, was das ist. Ein Pokémon von McDonald's, Popplio, der Wasserstrahl. Ich glaube, das konnte man als Wasserpistole dann benutzen. Opala. Damals, als die Extras in McDonald's Happy Meals noch ansatzweise cool waren, also wirklich die letzten Mal, immer wenn ich da geguckt habe, das war ein Graus, was es dann da gab. Ja, ich mag Popplio immer noch, war ja damals tatsächlich der unbeliebteste Starter. Inzwischen habe ich das Gefühl, er hat sich durchaus gemausert und durchaus einige Fans dann. Tales of Berseria, die Verpackung der Collectors Edition, warum auch immer die hier ist. Dann die Tales of Zestiria Collectors Edition, die inzwischen komplett ramponiert ist. Ist auch nichts mehr drin. Ich fand die persönlich immer sehr, sehr cool gemacht von der Aufmachung her, weil die halt aussah wie ein Buch. Ja, vielleicht benutze ich die Box irgendwie als Aufbewahrungsdings. Aber ich finde, sieht halt trotzdem immer noch ganz cool aus. Und ist nicht unbedingt direkt so in your face, außer wenn man hier auf die Seite guckt. Ja. Dann. Eine uralte Handyhülle. Ein Buch, The Million Copy Bestseller, Nick Hornby, About a Boy. Warum habe ich das? War das mein Leseassignment, als ich noch studiert habe? War das daher? Ich habe nicht mit dir Literaturfächer gehabt. Ich habe keine Ahnung, warum ich das habe. Hier, schenke ich dir, Patti. Dann ein uraltes I Love Shoujo Werbeflyer. Die Dinger fliegen echt überall rum bei mir. Die sind immer irgendwie mal in der Kiste gelandet. Da, noch von 2016. Das ist ja schon fast wieder Retro, als sie hier noch Fat Yona beworben hatten. Und Kimi ni Todoke. Oh, ja, das kannst du heutzutage komplett vergessen dann. Da ist der hingekommen. Mein uralter SD-Kartenleser. Den habe ich super lange nicht gefunden gehabt. Ich glaube, ich hatte den irgendwann ausgetauscht, nachdem ich in meinem Tisch so einen SD-Kartenleser direkt eingebaut hatte. Ja. Mal schauen, ob ich den irgendwie nochmal gebrauchen kann, falls mein anderer kaputt geht, weil derzeit habe ich einen Stick, den ich sehr leicht oft rankomme und da immer so ein bisschen Angst habe, dass ich den kaputt mache. Weil ich habe leider Gottes einen recht hohen Technikverschleiß. Ja, dann eine Postkarte von South Park, The Fractured But Whole. Aus der Special Edition. Was haben wir denn da noch? Ah, das war wahrscheinlich das, wo die Verpackung von der Tales of Zillia Special Edition
herrührte, und zwar diese Uhr vom Hauptcharakter. Ja, die bei mir nicht mehr richtig, relativ schnell leider nicht mehr geschlossen hat, richtig. Sehr schade drum. Auch leider finde ich tatsächlich, damals, als ich noch unwissend und dumm war, ich meine, gut, dumm bin ich immer noch, aber als ich noch dümmer war, fand ich das total geil, rückblickend. Irgendwo scheiße, weil, ja, das ist halt keine richtige Uhr, wo ich mir gedacht habe, come on, hätte man zumindest eine, keine Ahnung, eine Digitaluhr einbauen können. Dass man es theoretisch gesehen hätte hernehmen können, hätte wahrscheinlich kaum einer gemacht, aber gut. Ich mag es einfach grundsätzlich, einen Nutzen von den Gegenständen zu haben. Ein uralt Taschenrechner, ich glaube, der stammt noch aus meiner Realschulzeit. Wenn ich mich recht entsinne, ein Olympia. Später hatte ich, glaube ich, ein Casio. Ach ja. Ich will mich nicht an Mathe erinnern. Eine random Dragon Ball Postkarte, die es damals bei der Special Edition von Battle of Gods gab. Fokussiert er denn auch an? Hallo? Also mich fokussiert er auf jeden Fall, aber... Ah, jetzt. So. Wunderbar. Dann Random Gelee Sticker, als das noch cool war. Für die Leute, die sich daran erinnern. Und zwar zu Yu-Gi-Oh! Holder. Da müsste es eigentlich müsste nur sogar noch ein Vierter dabei sein. Das war ja damals der heiße Scheiß. Eine Zeit lang, also irgendwie. Zwei, drei, vier Monate haben das einige Verlage gemacht, unter anderem auch Tokyopop, und dann ist das auch wieder so, ja, jetzt kann man es wieder ignorieren, denn apropos Tokyopop, ich glaube, die beiden Sticker hier waren aus Rising of a Shield Hero in den ersten beiden Bänden. Das war auch noch zu der Zeit, wo ich diese Extras ach so cool fand. Ja, lang ist's her, ein random Kuli. Eine Platte von meinem uralten Rechner, den ich nicht mal mehr habe. Dann warum ist das Protokoll des siebten Tutoriums pädagogische Professionalität nach Gruschka? Ja. Ich habe echt jeden Scheiß aufbewahrt. Ja. Was haben wir hier? Ah, das war noch aus meinem IOP, glaube ich. Ja, oh Gott. Erinnere mich nicht an die Zeit. Da habe ich innerhalb von, keine Ahnung, 6 Wochen 10 Kilo verloren. Ein random Spider-Man-Comic. Why not? Irgendein random Werbeflyer vom Splitter Verlag. Okay. Ich kann hier nach so viel wegschmeißen erstmal. Ein süßes kleines Pikachu. Wo das herkommt, weiß ich gerade beim Best. Ah, auch McDonald's. Dann wahrscheinlich zusammen mit Poplio. Ein Poster auch vom, ich glaube, Marvel Tag. War das hier, meine ich. Also eher nicht so wichtig für den Kanal hier. Nochmal von meinem alten Rechner. Oh Gott. Dann ein Bilderrahmen mit einer Clearcard-File zu Horimiya. Gott, die habe ich echt lange nicht gesehen. Das war noch zu der Zeit, wo Horimiya für mich der beste Romance-Manga überhaupt ist. Lang ist's her. Oh Gott, werde schon glatt ein wenig sentimental. Vor allem, weil der Manga gegen Ende dann doch gar nicht mal mehr so gut war. Irgendein random AUX-Kabel ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Dann zwei random... Zwei random Pokerkarten, die ich damals von... Ich glaube, ich hatte das Set von meiner Mutter sogar geschenkt bekommen, was eigentlich echt ist, rückblickend. Und zwar, als ich jung war,
mit nackten Frauen drauf. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Karten, die ich davon noch habe. Und jetzt sehen die gemacht aus. Oh, also, das nenne ich viel, vor allem eines Plastik. Die werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, auch dann wegschmeißen. Dann nicht zu fassen, dass ich die tatsächlich noch habe, sodass die wieder aufgetaucht sind. Und zwar das mit Abstand beste Extra, was es jemals in einer Erstauflage. Meine Freundin hat gerade eine der Erotikkarten gesehen und ihr Blick war unbezahlbar. Dein Kommentar dazu? Ja, weiß ich nicht, aber die Brüste, also das ist ein Plastik. Sag ich doch, reines Plastik. Das ist mehr Plastik als Frau. Ja gut, bei dem einen siehst du wenigstens die Hupen nicht. Davon hatte ich 60 Stück. Und das war, das hat mir meine Erzeugerin geschenkt. Ja, warum hast du es angenommen? Ich war jung und dumm. Das jung wird es jetzt nicht mehr. Ebenfalls. Das beste Extra aller Zeiten. Und zwar zu Infection. Als Egmont die großartige Idee hatte, lasst mal bei Band 1, bei einem edgy, seinen Manga, der in einer Art Zombie-Apokalypse spielt, Glow-in-the-Dark-Maden dazu packen. Das ist bis heute hinweg einer der Running-Gags schon fast auf meinem Kanal. Diese Dinger. Und ich wusste nicht, dass ich sie tatsächlich immer noch besitze. Leider Gottes habe ich ja dann Infection nach dem ersten Band abgebrochen. Da im zweiten Band schon bekannt wurde, ja, sie haben zensiert. Und damals dann noch den Moralapostel gespielt. Aber gut, ich glaube, die alte Geschichte wollte jetzt nicht noch zum 100.000. Mal hören. Aber dass ich die Dinger einfach immer noch besitze. Achtung, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Ja. Dann haben wir hier eine Ritsu aus K-On! Als Plüsch. Die stammt aus meiner Zeit, als ich K-On! Übelst gefeiert habe. Inzwischen finde ich es ganz okay. Ritsu mag ich allerdings immer noch. Dann nochmal eine Ritsu in ihrem Hundekostüm. Die hatte ich, glaube ich, auch einfach mal im Pod. Warum trägt diese Plüsch-Ritsu ein Elefantenschlüppi über ein Kostüm? Ich weiß nicht, ob man es... Ah, Gott, Kamera, fokussier. Fokussier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Gehörte der dazu? Wenn ja, warum? Warum sehe ich den jetzt erst? Ich meine, ich weiß, was ein Panty-Shot ist, aber irgendwie hatte ich die Dinger anders in Erinnerung. Dann wieder ein... Ach du Scheiße. Erinnerst du dich, als ich eben gesagt habe, dass das die letzten zwei Karten sind, die ich noch habe? Nein, nein, sind es nicht. Da sind noch mehr. Ich glaube zwar nicht, dass das das komplette Pokerset ist, aber sehr, sehr, sehr viel Plastik. Du kannst ja nicht mehr poken. Ja, oder? Ein bisschen. Also nein. Jedenfalls dann ein weiteres Relikt vergangener Zeiten, und zwar diesmal aus dem Jahre 2017. Die Shonen Attack von Tokyo Pop. Als Tokyo Pop zumindest noch versucht hat, vorzuheucheln, dass sie an die Shonen-Leser denken würden. Ja, das Magazin haben sie ja dann irgendwann auch eingestellt. Das war auch nie unbedingt das, was ich als ein krass überspektakuläres Ding hielt. Aber gut, und interessant, hier steht die erfolgreichsten Shonen Jump-Manga bei Tokyo Pop. Death Note auf Platz 1, klar, verkauft sich bis heute hinweg, unfassbar gut, warum auch immer. Platz 2 Bleach, legitim. Platz 3 Bakuman und Platz 4 und 5 wird jetzt interessant. Degray Main
The Gray Man und Beelzebub. Warum haben wir dann noch keine Neuauflage von Beelzebub oder The Gray Man? Okay, The Gray Man wahrscheinlich, weil es noch läuft, aber interessant. Ja, hier hat man dann vorne ja auch schön Ultraman beworben. Was, wo ist hier der Anfang? Hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Poster bei gewesen, was irgendwie immer super seltsam war, weil es war mit dem Rest so verbunden. Es war, ah, nee. Ja, was haben sie hier vorne beworben? Ultraman, Last Frontline, Undead Messiah, damals, als Sisabo-Schwester nämlich noch bei Tokyo Pop waren. Und Demon Mind Game, das Werk, was irgendwie länger als 3 Bände hätte werden sollen. Dann irgendwie doch nicht und dann jetzt doch wieder. War eine weirde Zeit. Dann Monopoly. Und zwar das offizielle Kinderschokolade Monopoly, was es mal gab bei so einer dieser Punkteaktionen. Ja. Dann. Oh Gott, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wer von euch kennt noch ihr Pokémon Mini, wie es hieß, als Game Freak ihre eigene Mini-Konsole hatte? In dem Fall mit Pokéball, Pinball Mini. Würde mich ja auch mal interessieren, ob es davon jemals einen Emulator gab. Oder ob diese Spiele ansonsten echt inzwischen so verloren sind in der heutigen Zeit. Dann wieder ein Spielzeug aus McDonald's Zeiten. Und zwar dieses kleine Bautz, was dann watscheln kann und dabei die Federn halt, ne? Funktioniert auch nicht mal mehr anständig. Ja, mal gut. Was haben wir hier dann noch? Dann etwas, was aus meiner... Oh Gott, da kackt mir die Stimme ab. Meiner obskuren Dragon Ball Merchandise Sammlung stammt. Und zwar diesen uralten Trunks Schlüsselanhänger. Ich habe von dem Hersteller, glaube ich, inzwischen auch eine Vegeto-Figur gehabt, die ich, glaube ich, auf dem Kanal noch nie gezeigt hatte. Muss ich irgendwann mal nachholen. Natürlich noch in OVP, weil der lohnt sich jetzt nicht groß auszupacken. Habe ich, glaube ich, mal für, keine Ahnung, 3 Euro bekommen. Und ja, wer halt das Gesicht sieht. Hä? Kamera? Ja gut, die Kamera erkennt es schon nicht mal mehr als Gesicht an, ne? Kann ich aber auch irgendwo nachvollziehen. Ja, jetzt da, so vielleicht. Ja, wahrscheinlich sieht man es nicht groß. Wenn ich dran denke, blende ich euch ein Bild ein. Wenn nicht, habe ich es vergessen. Auf jeden Fall, das sieht ja nicht unbedingt besonders gut aus. Dann wieder was aus einer Special Edition, sonst so gesehen aus 2. Und zwar diese Naruto Metallplatten, die es damals, ich glaube, bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 dabei gab. Ich hatte Naruto und je nachdem, wo man die Special Edition bestellt hat, bekam man ein anderes Metallschild. Denn es gab halt auch eins mit Sasuke, was ich mir dann, glaube ich, für 5 Euro auf eBay gekauft habe. Was mich hier irgendwie immer ein bisschen getriggert hatte, war, dass die Wolken nicht genau ineinander übergingen. Das heißt, man konnte es nicht mal eben so nebeneinander hängen, sondern musste da immer so ein bisschen eine Differenz zwischenhalten. Das war... Wobei, ja, geht es ineinander über? Doch? Nee, doch, es geht. Na, nee, nicht richtig. Nicht so richtig, nein. Das wirkt so ein bisschen, als würde da ein Stück in der Mitte fehlen. Was ich dann immer schon ein wenig scheiße fand. Mal schauen, was ich mit den Dingern noch machen werde. Dann, oh Gott, das ist alt. Ein Lesezeichen. Und zwar von Manga Mafia. Lange bevor sie diese riesige Ladenkette wurden. Hier hinten dann noch mit cosplay-shop.de als Werbung. Muss ich mal gucken, ob es den Shop überhaupt noch gibt. Ja, dann das ist dann eben nur reingefallen. Wieder eine random Toxic Sushi Ausgabe. Ein Stromkabel? Ladekabel? Für einen AC-DC Adapter. Keine Ahnung, wofür der ist. AC-DC. Steht so drauf. Dann. Ach
da ist das hingekommen. Und so damals beim ersten One Punch Man Schuber, dieses Brillentuch. Das gab's ja auch noch. Hm, kann ich auch mal ran. Doch. Dann irgendwas aus einem Ü-Ei, das kann in den Müll. Dann schmeißt man es aber nicht am Boden. Doch, ich schmeiß alles an den Boden, was ich wegwerfen will. Ja. Dann wieder ein neues Flüchtling. Und zwar Skoppel hieß es, meine ich. Aus der 6. Generation. Ich liebe das Ding immer noch. Super süßes Pokémon. Auch wenn die Weiterentwicklung Grabbit, naja, Geschmackssache dann. Aus irgendeinem Grund hier meine alte Pokémon Saphir Edition. Ja, ohne Schild, aber schön zu erkennen an dem blauen Plastik. Jede Menge dieser Pornokarten. Erotik bedeutet, dass es was Schönes ist. Das ist nicht schön. Da ist wirklich eher Porno die richtige Bezeichnung. Auch wenn in Erotik draufsteht, aber nee. Nee. Ja. Ich leg die mal hier ab. Und da fliegen sie alle runter. Klassiker. Dann ein random Chunibyou-Sticker, den es damals beim Anime dazu gab. Ah, da ist der andere, der letzte Gel-Sticker von Yu-Gi-Oh! Holder. Ich wusste doch, den habe ich noch. Dann haben wir hier nochmal. Sicher, dass das für einen Laptop ist? Ich weiß nicht, wofür es sonst ist. Warum hätte ich sonst zwei? Irgendwo, um reinzuhängen vielleicht. Und irgendeine Leiste vielleicht? Also das sieht aus wie das Ding, was Jenny und ich mein Groß hatten. Das war für Laptop. Ja, für die Leute, die sich mit sowas auskennen, was ist das? Wofür ist das? Warum habe ich das? Dann gebe ich es Jenny. Okay. Und dann das vorletzte Ding, auch wieder aus der McDonald's-Aktion, glaube ich. Ja, 2018. Ein Evoli. Was irgendwie einen sehr seltsamen Gesichtsausdruck hat. Ein bisschen Uncanny Valley-mäßig, wenn ihr mich fragt. Wenn man hin am Schweif hin und her gewackelt hat, haben die Ohren gewackelt. Ja. Das hat man noch coole Spielfunktionen. Aber dann das letzte. Entschuldigung, aus dieser Kiste das Yu-Gi-Oh! Monopoly, was ich damals vom Grünling geschenkt bekommen hatte. Ich muss mal kurz was fixen, das hat mich nämlich gerade übelst getriggert. So, jetzt sieht man nämlich auch die möglichen Spieldinger. Für die Leute, die nicht wissen, wer der Grüne ist, das ist ein Kumpel aus Schulzeiten, den man auch hier und da auf dem Kanal sogar gesehen hatte. Das hat er mir irgendwann mal als Geschenk mitgebracht. Man sieht es leider inzwischen super selten, weil er zur Bundeswehr gegangen ist und dementsprechend Marine, was auch immer. Und dementsprechend nicht mehr hier in der Nähe wohnt. Ärgerlich. Würden gerne nochmal sehen, aber ja. Das war's mit der vorletzten Kiste. Dann räume ich jetzt kurz hier ein, zwei Sachen weg und dann drehe ich die voraussichtlich letzte Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.